So, und machen wir lieber gleich weiter. Ich sag moin moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen auf YouTube zu einer weiteren Folge hier. Stream-Mitschnitt vom Donnerstagabend. Für gestern sollte ich, also für die Live-Zuschauer, morgen Freitag, 18 Uhr, wollte ich eigentlich auch nochmal so ein kleines LS22-Info-Video veröffentlichen. Vielleicht mache ich aber auch morgen schon 15 Uhr am Freitag, 15 Uhr, weil ja keine Folge jetzt kommt. Wird Sinn machen, das Ganze ja, am Freitag so veröffentlichen. So, 15 Uhr, ein paar LS22 News, nochmal diese Gamescom-Geschichten so ein bisschen aufbereitet, kommentiert von mir und ja, von daher wird sich vielleicht lohnen reinzuschalten. Was verkaufen wir denn jetzt? Das ist schon Kleinkram, ne? Spaghetti, Malz, einmal ein Brötchen. Haferflocken, Ketchup, wollen wir mal Ketchup verkaufen zum Beispiel, gucken, wo das am besten ist. Aber leider blockiert uns wahrscheinlich heute wieder irgendeiner. Verkaufspreisauslöser, aber da sehe ich ja nicht jetzt genau, wo am besten war, ne? Und da ich leider ja jetzt erst aktiv war, wären das ja alles nur Verkaufspreise vom heutigen Tag. Ich darf nicht ganz nach rechts scrollen, sonst würde ich vielleicht schon ein Produkt spoilern. Wo ich gerade dran sitze. Ich bin aber wie gesagt noch nicht ganz fertig. Ketchup. Ketchup Mayo. Habe ich das noch gar nicht so lange drin, ne? Ist noch weit nach rechts. Hilfe, Hilfe. So, Ketchup. Ja, das ist doch schon mal nice. 46 Paletten. Also er braucht fett wieder polnische Hilfsarbeiter wie beim Fräsen. Nein, wir machen das eine gemeinsame Geschichte draus. Die Zeit ist lange her. Ja, also. Ja, da müssen wir gleich nochmal gucken, ob es da noch ein guter Preis gibt. Ihr könnt ja schon mal raten, welches neues Produkt es sein könnte, was auf jeden Fall dann im nächsten Update drin sein wird. Mal gucken, ob ich ein richtiges Kommentar dazu lese. Elendium hat zugeschaut und für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft. Ihr habt noch gute Werkzeuge. So. Kuchen oder Brötchen. Das eine kriegen wir keine ganze Palette mehr raus. Und hier sind 5, also 23 bräuchten wir noch. Kuchen oder Brötchen wird sich auch lohnen. Ist aber nicht passend. Kartoffelsack, Rotkohl oder so. Noch eh noch ein weiteres Produkt finden. Das kann nicht so schwer sein hier. Ja, Rotkohl auch nicht. Kartoffelsack. Erdbeeren würden noch ein bisschen gehen. Kirsche, Pflaume, Apfel ist alles nicht so viel, ne? Das ist tatsächlich überall nur Großhandel und deutlich am besten. Kartensack haben wir nicht. Unbezahlt und kein Kaffee, ja. Apropos Kaffee, Prost. Leerpaletten könnte man auch noch verkaufen. Das wäre eine komplette Ladung, das stimmt. So, was haben wir sonst noch anzubieten? Ist gar nicht mehr so viel. Spaghetti nochmal gucken, Nudeln und generell die Nudelschiene.
alles Edeka nicht. Weil sonst fahren wir halt nur damit, was wir jetzt haben, ne? Bin dann auch egal. Bevor wir jetzt hier noch Soja, Schnitzel und Haferflocken können wir nochmal abchecken. Kirschsaft, Birnensaft, Bierfass, Birnen, Kirschen oder Bier. Wie sieht's aus mit Bier, Birnen, Birnensaft. Da haben wir noch 20 Paletten von. Na, endlich haben wir was gefunden, was bei Edeka gut ist. Da war der Commodity Price Mod der beste, ne? Im LS19 brauchen wir nur noch 5 Paletten, dann haben wir es doch geschafft. Obstler wäre noch ein bisschen oder Sojamilch. Ja. Generell Schnaps hatten wir letztes auch gesehen, ist relativ viel, so dass man das eigentlich ganz gut hier mal hinbringen könnte. Ist auch egal. Guck mal, Heringe und Scholle oder Wurstwaren. Heringe, Scholle oder Wurstware. Heringe. Gut. Ganze für 5 Paletten Hering, ne? Der Aufwand hier. Aber dann können wir zur Not danach gleich nochmal Heringe fahren. Dann sind wir sie los. Sind nämlich nochmal 50 Paletten dann hinterher. Ich mache wieder beide LKWs voll und stelle erstmal ab und dann verkaufen wir wieder und gucken, dass die Uhr rennt. Einfach 23 Paletten Kleinkram. Das wäre ja auch zu einfach. Dafür ist die Zentrallage nicht da. Gibt es ein Produkt, was man nicht mehr verkaufen sollte? Popcorn Detonationsfabrik. Ja, die wird es geben im nächsten Teil. Das habe ich mir auch gedacht. Dass das. Ab zum Baumarkt damit. Bin ich so von der Popcorn Detonationsfabrik verwirrt gewesen. Ich dachte, wir drehen hier noch eine kleine Ehrenrunde. Und das ohne anzuecken, nur um zu zeigen, dass ich es auch kann, wenn ich da nicht hin muss. Hey, ja, moin moin. Da vielleicht noch eine andere Idee. Genau. Obwohl er eher hier eine OKF, Ortskontrollfahrt oder wie. Einmal durch den Ort. Ja, denn Scholle hatten wir noch relativ viel, wäre McDonalds. Ansonsten sollen wir die Großhandeltour nochmal machen. Aber ich habe es nicht so eilig. Ich verkaufe gerne hier zu guten Preisen. Dafür war das Zentrallager ja auch da, um möglichst viel einzulagern und nachher schöne hochpreisige Touren zu machen. Guck mal, da hat er sogar noch ein bisschen was vergessen. Das nehmen wir jetzt natürlich dann doch fälschlicherweise mit. Deswegen, wir machen jetzt einen Großhandel. So, was haben wir denn da gesehen gerade eben? Spaghetti und Brötchen. Habt ihr euch das gemerkt, was alles gut war beim Großhandel? Danke dir für einen Sub, Detron88. Vielen Dank für den Support. Brötchen war es nicht. Kuchen, McDonalds. War das denn alles? Danke für Super Sunday-Punkte auch. Moin, 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 moin. Danke fürs Reinschalten. Haferflocken. Eher Kartoffelsack oder so, ne? Rotkohl. Apfel, Kirsche oder die Säfte. Das war McDonald's, ne? Bierfass hatte ich gar nicht geguckt. Aldi sogar.
keiner aufgepasst, ne? Keiner kann mir jetzt die perfekte Zusammenstellung sagen, nimm die drei Produkte, die waren da am besten. Ich selber habe logischerweise auch nicht aufgepasst. Nehmen wir Lidl, ist nah dran für den Start. Wirtschaft. Ach, wie stehe ich denn hier? Schräg oder was? Unsere Kürbisgeschichte wäre auch bei Lidl. Aber bei extra fahren. Können wir danach abholen. Das waren wahrscheinlich die Nudelgeschichten, ne? Ja, genau, die Nudelgeschichten. Tortelloni. Nochmal 9 Stück. Ist vorne schon mal voll. Fehlen noch. Fahrzeugpflege dürfte auch mal wieder durchgeführt werden. Oh. Wurstwaren, Scholle, Käse, Joghurt. Rindfleisch, Quark, Sahne, Fischkäse, Pommes, Reibekuchen. Aber alles halt überschaubar viel, ne? Das war Kartoffel, auch. Genau, McDonald's müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Haferflocken. Was tut, also Sojaschnetzel tut sich nicht viel. Wer hat man da? 10 Paletten. Jetzt werde ich aber wieder irgendwie blockiert. Fehlen wir noch 12. Ohne Wartung. Ja, mal schauen, wie das am LS22 dann alles verschleißt mit den Steinen. Ne? Ist echt wenig drin mittlerweile. Also richtig viele dicke Positionen gibt es ja gar nicht mehr. Also Frischkäse, Reibekuchen könnte man noch mal gucken und Schollenfilet. Reibekuchen ist auch gut. Und Schollenfilet ist minimal Unterschied. Aber Reibekuchen gibt es erstmal 8. Ja, Haukest, du hast, ist gut, dass du das merkst. So. Was noch mal Rindfleisch oder Butter? Rindfleisch. Ja, das wäre bei Edeka gewesen. Fischkäse, Käse, beides nicht. Butter war ich gerade, ne? Ich dachte ja, komm, die Preismann brauche ich.
Ja, pauschal alles Großhandel. Ein paar Sachen sollten wir auch noch mal aufbehalten. In Seasons kannst du den Preisverlauf auch sehen. Wo zahlt man noch mal am meisten für Bierfässer? Vielleicht auch Klopapier. Ja. Haben wir gern gesehen. Nö. Ich glaube sonst... habe ich irgendwas noch nicht geguckt. Vielleicht fällt uns das gleich dann auf, ne? Quark und Sahne ist einfach nicht so viel. Und lohnt auch beides nicht. Aber dann räume ich noch irgendein Lager. Ich brauche noch 4 Paletten, also wäre irgendwas mit 2, so wie Sahne, dann ist Sahne weg, ne? Fertig. Und fertig. Kann ja hier nicht stundenlang dauern, eine Tour zusammenzustellen. Ist ja jemand auch nicht mehr wirtschaftlich. Aber wir haben jetzt 2 LKWs voll. Die erste Million wollte sicher sein. Ja, ich glaube, wenn wir Heringe, Scholle noch weg haben und dann so ein bisschen, ja, die Ladung hier, frische Suppe aus der Produktion und vielleicht auch noch die Schnapssorten, Leute, dann haben wir es, ne? Ach, deswegen Orchestro. Nee, ich dachte, du wolltest es nur so ein bisschen immer wieder erwähnen. 17 Uhr, wir können auch mal wieder eine Feuchtigkeitsmessung im Getreide in unserem Referenzfeld ausführen. Noch schlimmer geworden ist, oder nicht? Ob wir jetzt Richtung 70% Feuchtigkeit gehen oder ob sich das jetzt mal fängt, obwohl es die ganze Zeit regnet. Aber vielleicht ist ja nur leichter Regen und nicht stark Regen. Wer weiß das schon so genau? Ja, einige haben es aber schon auch schon gesehen, also die Vorstellungsvideos auch. Zu den neuen Produktionen im LS22. Ich bin ja mal gespannt, wie das nachher ist, wenn man alle Produktionen in einer Liste hat. Das wird ja ein bisschen ausarten. Ne? Das ist zwar schön, glaube ich, auch praktisch, wenn man da schnell durchscrollen kann. Aber es wird, glaube ich, auch ein bisschen unübersichtlich. Bei der Menge nachher an Produktion, wenn da nicht irgendwie noch ein Filter reinkommt. Oder man irgendwie nachher, ne, einen Filter einbauen kann. Denkbar wäre ja sowas wie, also 5 Unterseiten, ne? Eine Produktionsliste für die Werkstoffe und Produkte, eine Produktionsliste für Getränkeprodukte, ne, und eine halt für Lebensmittel, so wie eben die Zentrallagerhallen noch aufgeteilt sind. Das wär stimmig, aber ich glaube nicht, dass es das gibt. Logistikprofis hier am Start. Das hast du auch gedacht, dass sie mit der Liste, ne, mit dem Runterscrollen, dass es mit ein paar Produktionen geht, so wie die das ja hatten, mit 5, 6, okay. Aber nicht mit 30, 40 Produktionen. Ich glaube auch nicht, dass die Liste so lange nachher fähig sein wird. Also da würde ich mir tatsächlich so Untermenüs wünschen, dass man das einsortieren könnte halt, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob Giants auch richtige, gute Modder eingeladen hat oder nur praktisch Streamer, in Anführungsstrichen Verkäufer. Keine Ahnung. Das Feld ist, wir sind ja jetzt im später Frühling. Alles würde erntereif werden, sobald wir wieder aufstehen nach der Nacht. Optisch gesehen sieht es erntereif aus, ist es aber noch nicht. Und wie es aussieht, 4-mal Mehl bei den LS22 Produktionen. So genau habe ich mir die Liste nicht angeguckt. Ich war gleich dann, dachte, dass alles so geschickt ist. Sind wahrscheinlich nur das Weizenmehl, Gerstemehl, Hirsemehl, haben sie, glaube ich, Maismehl. Ja, hatte ich im letzten LS-Teil ja auch mal. Hatte ich auch mal wieder überlegt, ob man sowas wieder einführt. Einfach um ein paar mehr Mehlsorten zu haben. Und dann dachte ich mir aber, nee, wir haben eigentlich eh genug Produkte, dann muss ich das nicht noch spezialisieren. Bei der Zuckerfabrik das gleiche, ne?
Da bin ich aktuell auch noch am überlegen, ob das nicht irgendwie Sinn macht. Ich sollte auch den zweiten LKW auf Verkaufen schicken. Ah, sind wir schon mal wieder hier. So, zweiter LKW. Die neue Version von AD kann jetzt auch Autobahn-Anhänger sowohl aufladen wie auch ab. Habe ich gesehen. Natürlich, das hatte ich gesehen. Auch in einer Folge schon kommentiert, meine ich. Das ist cool. Teilweise kann man es, glaube ich, auch sinnig nutzen. Vielleicht, wie Holger das in seinem Vorstellungsvideo auch erzählt. Wenn man jetzt einen Ballen, ein großes Feld hat mit Ballen, das lohnt ja wirklich nur für große Mengen. Ne? Also ein großes Feld hat mit Ballen, Ballen mit Kursplay irgendwo sammelt, die Ballen irgendwo schön mit Kursplay abladen lässt und da müsste der Ballensammler, der Autoload-Sammler vorbeifahren, die Ballen, die dort stehen, einsammeln und abdampfen und dann in der Strohlagerhalle abladen und gut. Das ist eine schöne Geschichte. Aber nutze ich persönlich zu selten. Und aus den Produktionen muss man sie ja trotzdem weiterhin ausladen. Und da würde es dann normalerweise ja wahrscheinlich nur Sinn machen, wenn man entweder hammer viele Paletten ausladen kann, sodass immer welche da sind. Oder die ganzen Produktionen müssten wieder auf das meiner Meinung nach etwas performancefressendere direkte Spawn von Paletten umgestellt werden. Ihr kennt ja alle auch noch die LS17 oder viele von euch kennen auch die LS17 Spawn Dinger, die sind eigentlich am ehesten vergleichbar mit der Gelbkassette, ne? Da habe ich es so gemacht, weil ich dachte, da kommen eine Produktion, ist nicht so schlimm. Das haut uns nicht raus und den Unterschied, den ich meine, die Gelbkassette hat ja einen festen Spawnpunkt hier und die erscheint sofort. Ne? Ich nehme die jetzt hier runter mit 20.000 Füllstand, so, packe sie hier unten ins Regal rein und dann läuft die Routine ja durch im Hintergrund und gleich kommt dann eine neue Palette, die hier in Form einer Geldkassette da ist. Und das müsste man dann bei jeder Produktion machen, damit alle Paletten immer automatisch draußen stehen. Dann wird es Sinn machen, ne? Ansonsten sehe ich da nicht ganz so viel Sinn drin. Also ich habe für mich jetzt noch kein Anwendungsbeispiel da gesehen, also schreibt gerne eins rein, wenn ihr eins wisst. Tim Oliver ist wieder weltweit unterwegs, wollte ich sagen, ja, deutschlandweit, ne? Irgendwo im Süden. Ja, sorry, einfach Robbe. Ich fahre irgendwann nochmal dahin. Ja, dauert einen Augenblick. Na, aber ihr wisst, glaube ich, das Prinzip, was ich meine. Also hier spawnt das ja automatisch. Hier muss ich nicht sagen, auslagern die Palette oder die Geldkassette, was auch immer es sein mag, sondern es spawnt direkt. So, 629.000 Einnahmen, alles schön verkauft. Dann machen wir nochmal zwei fertig. Genau, Bein ins Bein, Beinlager. €1.500 Budget, ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Erstmal ist das Ziel ein bisschen utopisch, ich weiß aber auch, dass ein paar Leute aus der Community immer ganz gerne ein bisschen supporten, in welcher Art auch immer. Das ist ja nur eine von vielen, vielen Supportmöglichkeiten, die sowieso schon genutzt werden. Eigentlich ist es auch frech, von mir überhaupt noch so ein Ziel einzubauen, aber ich dachte, ich werde es auch in dem Sinne natürlich berücksichtigen, wenn da jetzt irgendwie irgendwo anders was Großes reinkommt, sei es jetzt die Sub-Geschichten und sowas, eigentlich muss man das große Ganze betrachten, aber das kann man da leider nicht einstellen. Dass das alles mit reinzählt, auch die Bits, die verschenkt werden und so. Das kann ich ja alles damit reinzählen, aber das kann das System eben nicht greifen sozusagen und umrechnen. Aber ich dachte, das werde ich da auf jeden Fall mit draufpacken. Und ich denke, das wird ungefähr die Hälfte sein von dem Budget, das man braucht für einen sehr, sehr guten Gaming-Rechner. Weil für 1.500 €. Kriegst ja mal, ja, gerade die Grafikkarte plus ein bisschen, ne? Vielleicht noch ein Gehäuse. So, dann lass uns doch jetzt hier die große Position Scholle nochmal auflösen. Das alleine ist ja eine ganze LKW-Ladung voll. Und dann spoilere ich vielleicht noch gleich das Produkt. Vielleicht auch noch nicht. Vielleicht soll ich die Spannung lieber noch ein bisschen hochhalten. Stimmt's?
Und im Anschluss vom hier großen LS auf der Marschverkauf werden wir nochmal die Marsch vorbereiten für die Community Days in den nächsten 3 Tagen. Wollen wir zusammen ein bisschen zocken, für die, die Lust und Zeit haben. Scholle McDonalds, okay. Und darf nicht. Das werden wir im Anschluss des Streams auf unserem Server nochmal ein bisschen machen und so ein bisschen Fuhrpark vorbereiten, ein paar Hallen platzieren, Silo, ein paar Silos und so, gucken, wo wir die BGAs nutzen können. Bis große Häckseln, Seemaschinen, Flotten, Treckers und so weiter. Und ja, das wollen wir nachher nach dem Stream auch live. Könnt ihr zuschauen, wie die Bock haben. Ne, wenn wir das Ganze auch nochmal streamen und die Bock haben, können dann noch ein bisschen länger machen heute. $32.50. Ja. Das ist aber einfach, ne? So eine schöne Ladung ist sehr, sehr einfach. Jetzt noch mal 10 Stück und dann haben wir es. Eins fehlt. War das denn noch? War das auch irgendwas mit dem Kuchen oder so, ne? Brötchen und Kuchen hätten wir noch anzubieten. Ich meine, irgendwas war da gut. Kuchen wäre gut. Brötchen auch. Nehmen wir mal ein Brötchen. Ich glaube, draußen hat sie alles, wäre Jagd. Wild geballert. Ich wollte gerade sagen, ist schon ziemlich dunkel, ne? Mal letzte Dämmerung. Ja, also Grafikkarte, ich weiß noch nicht genau. Ich denke, 3080 sollte schon sein. Liegt bei euch mit einem 3070 Ti und sonst die 3080 gibt es auch als Ti. Und selbst Shepard, also wahrscheinlich bei 1,5 Budget musst du wahrscheinlich so Richtung 3060 gehen, ne? Glaube ich. Müsste ja fast gehen, oder? Nur zum Großhandel mit Nudeln, Getreide, Fabrikprodukten. Gucken wir gleich nochmal. Ich habe eine 2080. Drinne, aber ich sag mal die erste Generation, so ungefähr Asus Dual OC, glaube ich, 2080. Und die hat natürlich jetzt durchs Gaming und durch Modding und so weiter ständig Spiel starten, Spiel weg und so, die hat schon, glaube ich, langsam so einen kleinen Hau weg. Also ist immer noch nicht schlecht, sieht man ja auch hier, läuft ja flüssig, aber mein grafikmäßig ist LS jetzt auch nicht das Maß aller Dinge. Das Problem ist ja, dass die Grafikkarte, wenn ich Spiele aufnehme und streame, zum Beispiel, ne, schafft die 2080 nicht mehr den Rasenmäher-Simulator. Und das gab mir doch so ein bisschen zu denken. Kurt, vielen, vielen lieben Dank. Haben wir eine Stunde rum irgendwie? Danke dir, Kurt. Wieder Kurt ist back. Eine Stunde. Danke, danke, danke für den Support. Ja, immer, wie gesagt, am Rechner habe ich die 2080.
So, jetzt nochmal eine Tour zu dem Gemüse und dann wohl YouTube-technisch kommen wir schon wieder zum Ende der Folge. Heute Abend natürlich wieder Community-Stream auf Samstagabend, liebe Leute, lohnt sich reinzuschalten, Livestream das Ganze auf Twitch und wer mitspielen möchte, kann teilweise auch mitspielen. Also von daher vielleicht bis heute Abend dann im Livestream oder mitspielen. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.